Elmer. Jürgen Kohler, der letzte deutsche Italien-Profi. In der ersten Liga, in der zweiten spielt ja noch Oliver Bierhoff. Basler. Eckball. Nummer 5 und er verschafft sich den Job persönlich. Klinsmann! Da ist das 1:0 durch Jürgen Klinsmann in der 24. Minute nach diesem Eckball von Mario Basler. Perfekt getimt, jetzt springt er hoch. Einen halben Meter höher als Gheorghe Tsikradze. Der schießt halt tolle Ecken, dieser Mario Basler. Und Klinsmann, die Köpke, der die Führung gerettet hat durch eine tolle Parade. Guter Einsatz von Dieter Eils. War das nicht Hand von Thomas Helmer? Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht kann man das noch mal sehen. Jetzt kommt noch mal die Szene. Nein, es war die Brust. Weber. Kein Foul. Herrlich. 2 gegen 2. Klinsmann. Macht er selber herrlich standfrei. Wäre vielleicht ein Pass rüber zum Mitstürmer sinnvoller gewesen. Reguläre Zeit ist vorbei. Arbelazze. Reuter sieht das Loch. Herrlich. Klinsmann und Tor. Der Kapitän höchstpersönlich macht hier, ich nehme an, Sekunden vor dem Pausenpfiff, das 2:0. In einer Phase, als die Georgier sicher kombinierten, immer gefährlich nach vorne kamen. Es kann kaum passender kommen. Gute Vorarbeit von Herrlich. Dreht sich um den Mann Jürgen Klinsmann. Münchnern ganz prima. Hat sich zu Führungsgestalt entwickelt. Der Ersatz-Libero, wenn man so will. Matthäus, der eigentliche Sammer, wäre es gewesen, aber ist verletzt. Aber bei Gott keine Notlösung. Thomas Helmer. Eitz. Herrlich. Prima gemacht gegen Schelia. Da macht sich der kleine Mann ganz lang. Akaki Devatze. Ein eher untersetzter Tormann. Hier kommt nochmal die Szene. Streckt alles von sich. Klinsmann. Basler gegen die Laufrichtung von Herrlich gespielt.
durch euer Pfeifen hatten ein Foul von Babbel an Revischwili gesehen. Basler. Schöner Pass zu Reuter. Der mutig spielt, die Initiative zeigt, wie man vor dem 2:0 gesehen hat. Klinsmann, Freund, herrlich winkt. Und da zieht er drauf, selbstbewusst. Steffen Freund. Und wieder eine gute. Der schießt, ja. Ja. Opa! Da war Andreas Köpke offenbar noch mit den Fingerspitzen, mit den Handschuhkuppen noch dran. Mal gucken, ob es stimmt. Ja, also Köpke war es nicht, vielleicht war ein anderer deutscher Fuß vorher dazwischen. Sauber rausgeköpft von Thomas Helmer. Das gibt Gelb. Gegen Steffen Freund nach diesem Foul an Sasa Revischwili. Und völlig zu Recht. Köpke. Ja, war vielleicht besser so, ihn wegzufausten, statt ihn zu fangen. Ein platzierter Schuss von Georgi Kinklaze. Ein reiner Linksfuß. Ja, zumal Gogriciani schon mit aufgerückt war. Das heißt also, wenn der Ball abklatscht, ist der Mann mit der 12 da. Gogriciani. Möller. Hat keinen Mumm. Der Sicherheitspass über 2 Meter. Und das war's dann schon. Klinsmann. Ein dankbarer Ball für Akaki Devadze.
Achtung! Der Eckball für Georgien kurz vor Schluss. Wunderschöner Pass von Kim Klaatse zu Gogriciane und die zweite große Leistung von Andreas Köpke. Schwer für einen Torwart, war selten gefordert, aber in den zwei entscheidenden Situationen war er da. Jetzt nochmal Freistoß. Deutschlands Fußballer des Jahres 93, Andreas Köpke. Vielleicht hat er gleich nochmal was zu tun.